Tag zusammen, Glück auf, Ahoi, Schalümchen und Moin bei Potternander. Wir sind unterwegs an den Papener Teichen in Bochum. Und ehe wir eigentlich heute erstmal loslaufen konnten, ja, da ist erstmal ein ganzer Monsun über uns niedergegangen. Also es hat ordentlich Unwetter gegeben. Knappe Stunde, da floss das ganze Wasser an der Straße an uns vorbei und ja, hat auf jeden Fall zum Glück noch aufgehört. Es tröpfelt ein kleines bisschen, leicht schwül, aber wir können uns noch mal die Teiche angucken, denn wir sind hier an einer Stelle, wo das Schacht oder das Grubenwasser der Schachtanlage Robert Müser eingeleitet wird. Und ich kann aber ablesen. Und zwar steht da: An dieser Stelle wird Grubenwasser aus ca. 500 Meter Tiefe in die Werner-Teiche und anschließend in die Ruhr eingeleitet. Die Hebung des Grundwassers erfolgt aus stillgelegten Bergwerken, das hat Tippfehler, um den aktiven Bergbau zu schützen. Durch im Grubenwasser gelöste natürliche Inhaltsstoffe kann es zeitweise zu einer leichten Geruchsbelästigung kommen. Das kann ich bestätigen. Die Einleitung an dieser Stelle ist behördlich genehmigt und wird regelmäßig überwacht. Hat auf jeden Fall eine imposante Farbe und auch einen eindringlichen Geruch. Weiter geht's. Vielleicht kann man die Farbe erkennen, das ist so leicht türkis. Ja, gesund sieht das nicht aus. Ach, ach Gott, oh Gott. Wie seht ihr denn aus? Also hier sieht man auch noch mal ganz deutlich, wie so eine Zweiteilung des Wassers. Komische Färbung. Eine Herde, eine Rotte, eine Schar. Kanadagänse? Oder was ist das? Verbund, eine Schule. Du hast die Außenseite hier. Genau. Ja, nicht immer ganz einladend. Trotzdem irgendwie attraktiv für die Vogelwelt. Da hinten. Weiß nicht, ob man es erkennen kann. Das ist ein Reiher, ne? Es scheint ein Licht am Ende des Tunnels. Könnte man mal wieder mähen, so ein bisschen, ne? Ja, alles irgendwie doch ganz idyllisch. Also ein Premium-Wanderweg ist das ja nicht gerade. Hat das so viel geregnet gerade, dass wir hier 30 cm im Bachlauf hier schon? Mein Gott.
Und da sind wir auch schon wieder. Nach nur 2,5 Kilometern habe ich jetzt persönlich mal genug von den Apener Teichen. Das war jetzt nicht die allerfeinste, allerschönste Runde. Ja, sehenswert allein wegen des Grubenwassers und der Koloration. Ja, Wetter war jetzt nicht ideal, ne? Auf jeden Fall konnten wir froh sein, dass wir noch ein bisschen frische Luft geschnappt haben. Das war schon reichlich Unwetterpotenzial vorhin. Trotzdem, Potenzial hat sicherlich auch hier das Rad- und Wanderwegenetz rund um diese Hapener Teiche, um das Ganze mal ein bisschen näher zu ergründen. Ne? Das war jetzt leider nicht so erbaulich. Ne? Trotzdem gibt es hier einen Parkway Emscher Ruhr. Das scheint also schon mal ein guter Ansatz zu sein. Wo man hier auf 30 Kilometern das grüne Rückgrat durch den regionalen Grünzug, ach ich weiß nicht, sieht komisch aus, ich werde mich da mal näher zu belesen. Heute ist aber nicht der richtige Tag dazu. Bis dahin, belassen wir es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch, Abo für mehr und ansonsten besucht mich mal auf www.potternander.de. Bis dann, euer Strömi. Thank you.